Der wohl tollste Hingucker auf dem Caravansalon 2021, der Prototyp Knaus E-Power Drive. Rein elektrisch angetrieben, die Batteriereichweite wird mittels Benzin Range Extender aber stark erhöht. Ein- und Ausfahren in Umweltzonen auf lange Sicht kein Problem. Laut Hersteller aber noch nicht serienreif. Bleiben wir beim Kaufbaren. Hier fängt's an. B-Turtle, der Mikrowohnwagen fürs E-Bike, mit 3000 Euro das auf der Messe wohl günstigste Heim auf Rädern. Gibt's auch in größer fürs Autodach oder noch größer für den Van und die Familie. Weiter geht's. Faltkarawane bieten einige Vorteile. Der Anhänger eher klein. Raumgefühl und Platz vor Ort dann aber eher groß. Und dank Aufbau durch Aufpumpen fällt auch das Fingerklemmen am Gestänge weg. Angebote gibt's ab ca. 8000 Euro. Etwas mehr Komfort gefällig? Der Beachy gilt als Einsteiger-Caravan, ist mit 12.000 Euro auch wirklich günstig und der Strand steckt schon im Design, nicht nur für coole Surfer. Nach oben gibt's selten Grenzen. Auch beim Caravan stimmt das. Hier der Tabat Vivaldi. Nicht das teuerste Modell des Herstellers, mit Sonderausstattungen aber schnell über 45.000 Euro. Und da ginge noch mehr. Dafür bekommt der geneigte Camper aber auch Platz, Komfort und Luxus. Allerdings noch keinen Motor. Den gibt's dann in dem Boom-Segment schlechthin der Caravaning-Branche. Im ausgebauten Kastenwagen. Modelle ab 50.000 Euro sind zu finden. Flexibilität, entspanntes Reisen auch um enge Kurven und sehr viel Freiheit sind im Gepäck. Mit optionalem Hochdach entfällt sogar der umständliche Umbau der Sitzgruppe, wenn vier Leute schlafen wollen. Next Level, integrierte oder teilintegrierte Reisemobile. Etwas mehr Platz, etwas mehr Funktionalität, dafür häufig etwas mehr Überhang hinter dem Hinterrad und breiterer Aufbau. Mehr Platz im Bett oder, wichtigster Unterschied, in der Nasszelle mit Toilette. Viel teurer müssen Teilintegrierte gar nicht sein, können sie aber. Genau wie Mobile aus diesem Segment. Die Luxus-Apartments auf Rädern, meistens auf Reisebus- oder LKW-Basis. Ob Bugatti in der Garage oder Echtholzparkett und Marmorküchenplatte, Grenzen gibt es nicht. Dieser Hersteller bittet um 1,2 Millionen Euro. Noch mehr Freiheit gibt's dann nur so. Unimog oder ähnliche Basis und eine schöne Wohneinheit drauf. 2 Kilowatt Solaranlage, 800 Kilowattstunden Akku, das bedeutet, egal wohin, egal wie lang, los geht's.